Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Arma 3 Altes Live. Diesmal haben wir Full House hier, leider ohne Storm. Der Storm, der ist gerade mit ein paar Zombies unterwegs, Zombie-Weibern, ne? Tüte drauf und so, hast du ja vorhin gesagt. Und ja, ich würde sagen, sagt einfach mal alle Hallo, weil, jo, sonst müsste ich alle einzeln aufzählen, das ist mir gerade zu viel Arbeit. Wir fliegen heute mit der Hellcat. Hallo. Hallo. Moin. Ja gut, Dachi kennt ihr ja von der Stimme, den Inder kennt ihr ja auch, bitte mal melden hinten. Herr Rajesh ist auch hier. Ja. Ich sag das jetzt extra so, weil auf YouTube wurde behauptet, du bist ja ein normaler Zivilist, ja, bei unserer Q-Folge, ja, und ich hätte ja 1 Million geben und würde den Spielern voll die unfairen Vorteile geben mit meinem Admin-Tool. Da habe ich dem Typ mal klar gemacht, dass du bei den Cops bist und der Kero, den eigentlich bist. Damit wir klarstellen können, der Rajesh Kutarabali, nee, nicht Kutarabali. Rupinder. Ist ja Rupinder, Rajesh Rupinder bin ich. Das kann auch der Herr Dachi, kann das bezeugen. Genau. Und für alle YouTube-Freunde, ich bin eigentlich der Kerodin, der stellvertretende Herr in der Polizei-History von Herrn Flash. Also, genau. Damit mal die Missverständnisse hier aus dem Weg geschafft werden. Dabei. Warte mal, Steuerung freigeben. Flieg du mal zuerst los, Vandals. Verstanden. Der Vandals, also das ist ein neuer Cop bei uns und der kann, ich hoffe es mal, sehr gut fliegen und ist auch ein bisschen jetzt schon eingespielt, wurde heute befördert und Kerodin wollte was sagen. Ich würde jetzt mal sagen, wir fliegen mal Richtung Cocaine Processing. Obwohl am Turtle Field ja auch was los ist. Okay. Aber nicht, dass wir da die Hero Turtles finden. Super starke Hero Turtles. Wo fliegen wir denn jetzt hin? Ich würde zum Cocaine Processing. Ja, Kokain. Ja, weil ich will, dass du jetzt ein bisschen fliegst, weil da kann ich mich ein bisschen auf die Aufnahme konzentrieren, ein bisschen, Rückwärtsgang, auch cool. Wusste ich nicht, dass die Hellcat sowas hat. Was machst du? Der stinkt hier so. Ey. Ist halt bloß, damit, ne, alle Angst kriegen und so. Nee, weil ich finde, das ist gut, wenn du jetzt fliegst, dann kannst du auch mal als Pilot diese Crash-Landung auch üben. Ne, ich bin ja berüchtigt und bekannt für meine Crash-Landung. Das bedeutet, du landest so schnell wie möglich und kurz vom Boden machst du halt diese Crash-Bremsung. So, dass die Kufen vielleicht leicht beschädigt werden, das kann mal passieren. Und das Team direkt schon 1 Meter über dem Boden am besten rausspringen kann und Zugriff. Hubschrauber? Hummingbird, Laskal über den Probendealer. Was könnte der da nur machen? Ja komm, lass ihn mal fliegen, das ist ein kleiner Fisch. Fliegen wir erstmal zum Kokain. Ein zweiter Hubschrauber unter mir gerade gewesen. Zwei Hubschrauber? Hm. Sollen wir landen? Was sagt der Commander? Wird die greifen, Laskal steht auf der Fahndungsliste. Die gehen zum Drogenhändler. Und die gehen zum Drogendealer. Gut, also umdrehen. Vandals, einmal wenden bitte. Ihr wisst, ne, das ist jetzt hier die erste Aufnahme von der Hellcat-Truppe, deswegen, ne, vollste Konzentration bitte. Alter? Ja. Der war gerade ADAC. Dachi, bitte. So, ich sehe den Orca vor mir. Ist das einer von denen? Moment, ich visiere an. Ne, das ist der Sven. Ich glaube, der andere ist schon irgendwo gelandet. Sirene an, Herr Pilot. Da ist einer gelandet. Sirene kann nur der Pilot anmachen, Herr Pilot. Ja, deswegen. Nee, du kannst sie auch anmachen, oder? Okay, dann mach ich die an. Negativ. Kein Thema. Dann bringt uns trotzdem runter. Wo ist der gelandet? Der ist schon beim Drogendealer und vertickt gerade. Schneller. Crashlandung. Ja, richtig so. Runter. Ronda. Get down. Ihr könnt 1 Meter über den Boden rausspringen, ne? Bei Get Out, aber vor. Stopp. Hoch. Stopp. Hoch. Rechts. Einmal drehen bitte. Jawohl, verfolgen. Soll ich an ihnen dranbleiben? Ja. Kannst du machen, dann. Ich war als Zivilist drin, ne? Ja. Du bist mein Spitzel. Mein Undercover. Undercover Dachi. Under the Dachi. Oh. Okay. Ja, Vandals weiß, was er tut. Er hat den Knüppel felsenfest in der Hand mit seiner Batschkap auf dem Kopf hier, mit der schönen Brille. Mit 12-fach Zoom. Hat man angeschrieben. Dass er landen soll, alles klar. Achtung, der hat gebremst. Sonst passiert er das, was mir passiert ist. Hinten reinfliegen, das ist schlecht. Boah, wird schlecht. Braucht man schon Kaffee. Oh, Dachi! Warst du das? Und ein kleiner Little Bird war? Ja, genau vor unsere Scheibe geflogen. Ja, das ist der Dachi.
Also ihr seht schon, der fliegende Holländer, der hat's auch drauf. Der geht ab wie Luzi, hier wie ein Zäpfchen. Komisch, jetzt wo ich aufnehme, seid ihr alle so still. Was ist denn los? Hat sich Sprache verschlagen. Ich bin am Fliegen. Ich warte eigentlich. Nee, ich meine die ganze Truppe da hinten drin. Ach, mir ist so schlecht. Vor allem, wir haben jetzt neuen Rang für den Lufo, der ja auch schon bekannt ist in den Folgen, aus den anderen Folgen. Das ist der Vollstrecker jetzt. Also der tasert die Leute, läuft dann so ganz gemütlich hin, mit so Bad Boys Musik, weißt du, so, oh, Bad Boys, und dann geht er hin, nimmt seine Waffe in Anschlag und gibt einem nochmal eine Kugel in den Hinterkopf, das ist so, ne? Also wenn ihr den Lufo seht, dann lauft lieber weg, Leute. Ey, ich hab den Hubschrauber verloren, wo ist denn der? aufs Radar gucken, guck mal, links, zwei Dreiecke. Ich bin dran. Links, 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 das eine ist Dutchie, das eine ist der andere. Die kuscheln schon auf dem Radar. Jetzt geradeaus. Rechts, 290 ungefähr. 300, ja. Mann, immer diese Flüchtigen, ne? Anstatt dass ich einfach stelle, dann wird's billiger, aber nein. Muss ja noch Fahrerflucht dazukommen und so weiter. Hast du nochmal angeschrieben oder soll ich nochmal anschreiben, Caroline? Ich habe schon zweimal angeschrieben. Okay. Kann man eine die Sirene ausmachen? Sirene ist aus. Der fliegt mir so weg. Die müsste den eigentlich locker kriegen, ey. Ja gut, der Wanderls muss du fliegst wahrscheinlich ohne Joystick, ne? Richtig. Ja, ja gut, Dachi, aber je nachdem wie lange du Arma spielst, ist das halt mit Joystick. 3 Jahre. Ja, merkst du was? Mit Joystick hätte ich ihn auch schon längst. Da hat man ja viel mehr Vorteile mit der drehbaren Achse und der ganze Scheiß. Naja, gut. Der wird wahrscheinlich Richtung Rebellengebiet fliegen, wenn er schlau ist. Aber wir kommen näher, wir kommen näher, wir kommen näher. Ja, wir sind aber genug für den Raid. Klar, wir sind 6 Leute. Oh, der Dutchie. Achtung, 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 Achtung. Achtung, du fliegst rein. Vorsicht, der Dutchie ist über uns. Keine Barrel Roll, bitte. So. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Direkt über uns, hinter uns. Deploy Rope. Jawohl, komm, wollt ihr eine Runde schwimmen? Geradeaus, der ist direkt vor uns. Direkt vor uns. 1 Güte. Ich hab ihn immer noch. Ich bin wieder dran. Ja gut, ohne Sirene kann der jetzt behaupten, ich habe keine Sirene gehört und so weiter, deswegen wollte ich eigentlich dann anlassen. Sie wieder ein. Ja. Aber das bedeutet ja stehen bleiben. Wo fliegt der hin? Auf die Karte. Der fliegt zum Map-Ende, ist der verrückt? Geht er kaputt? Ja gut, viel Spaß. Soll er dahin fliegen? So, die Leute, die sich jetzt auszukennen oder zuschauen, gut. Achtung, Vorsicht. Die Leute, die sich auszukennen, wissen, die Hellcat hat ungefähr 5-mal so viel Sprit wie der Hummingbird, deswegen, also wir haben Zeit. Soll er ein bisschen über dem Wasser fliegen? Wenn es Spaß macht. Da links unten ist eine Kiste im Wasser. Das ist schon eine Armobox. Oder auf dem Wasser. So, jetzt habe ich genau den Balken vom Cockpit vorm Gesicht. Genau in der Höhe ist er. Über uns. Vor uns. Meine Güte, ist der zäh. Am Ende kriegen wir ihn doch sowieso. Entweder das oder ich wirklich. So, Achtung, rechts ist ein Heli. Das ist der Dutchie wahrscheinlich. Ne? Schau, was kurz ist. Direkt vor uns. Also jetzt. Ja, ich seh ihn ja. Wie gesagt, flieg einfach hinterher. Im Auge behalten, weil wir haben viel mehr Sprit als der, also irgendwann muss er runter. Und wenn es zum Tanken ist. Du musst halt versuchen, die 250 km/h auf jeden Fall zu halten, sonst ist er weg. So, der ist über uns. Achtung, er bremst. Vorsicht. Also im Hummingbird abzuhauen ist sehr dumm, muss ich sagen. Schon was anderes.
Mann, Mann, Mann. Soll ich mal anschreiben? Wer ist denn das genau? Das war doch der... Kalle, wie heißt der? Irgendwas mit L, der Typ da, ne? Hallo? Achso, hab ich gerade schon gestern. Das Karl. Ja, ich will's doch ein bisschen spannend machen für deine Zuschauer. Hätte ich jetzt auch gesagt. Rechts vor uns. Vor uns. Kann sich nur um Stunden handeln. Leute, Leute, Leute. Na, ich hätte ja gerne noch einen Pony in der Luft gehabt, aber der Dachi ist ja jetzt mit Dachi erzielt. Darf ich einen holen? Weil Dachi, ja gut, rausporten ist halt verboten jetzt bei der Verfolgungsjagd. Da müssen wir runter, da ist der Heli weg und dann kannst du eh vergessen. Ich könnte mich ja verklicken und aus dem Hubschrauber fallen. Ja, schon klar. Ja, also während der Aufnahme wäre das schon doof, ne? Nee, also. Wenn ich aufnehme als Koch, dann mache ich die Arbeit zu 100%. Wäre zwar lustig, aber... Ja, der ist jetzt unter uns, fliegt durchs Tal. Wunderbar. Denk mal, der Sprint müsste auch irgendwann leer sein bei ihm jetzt. Hoffe ich mal. Wo ist denn der Shady eigentlich? Ja, ist klar. Ablenkung. Weiter verfolgen, weil das ist ein Lockvogel zu 1000%. Der stammt bei mir. Ja, Achtung, rechts, rechts, rechts. Scharf rechts. Oh Gott, Botz gleich. Oh, jetzt fliegt er wieder Richtung Berg. Oh weh, oh weh. Guck mal, da war Flippert. Das war eindeutig ein Wal. So, ihr wisst ja, umso länger die Fahrerflucht andauert, umso teurer wird das Ticket. Also, ne? Wie beim Taxi. Mein Taxometer. Genau. Ich habe auch einen Taxometer, genau. Ist alles hier unter meinem Stuhl eingebaut. Wenn es vibriert, hast du den Jackpot, oder wie? Wie bitte? Wenn es vibriert, hast du den Jackpot. Ja. Achtung, er ist stehen geblieben. Jetzt geht er wieder runter in den Sturzflug, will wieder Geschwindigkeit gewinnen. Ja, verballer schön den Sprit. Geht er jetzt runter oder was macht er? Ich glaube, der trollt uns. Gut, wir haben Zeit. Wie gesagt, der Hummingbird ist gleich leer bei ihm. Er kann halt jetzt so viel machen. Wenn er in uns reinfliegt, dann ist es wieder RDM und dann viel Spaß beim Tempern, mein Freund. Was ist, wenn wir in ihn reinfliegen? Dann sind wir Idioten. Wir dürfen den wahrscheinlich auch ein Heli bezahlen, normalerweise nach Regel. Jetzt stellt er sich einfach. Ja, kann er ja. Wie gesagt, Hellcat gegen Hummingbird, der hat keine Chance. Was den Sprit angeht. Was der jetzt? Kannst du bitte über ihm bleiben? Keine Lust von oben platt gemacht zu werden. Schreib mal bitte, wenn er jetzt nicht gleich landet, wird ein Pony unterwegs sein. Dann ist er weg. Sonst ist der Pony in der Luft. Oh, eine Barrelroll kann er auch. Das ist schön für ihn. Rechts bitte verfolgen jetzt. Oh, diese scheiß Kamera. So, wo ist er denn? Rechts von uns, rechts von uns, rechts von uns, rechts von uns. Hinter uns, rechts von uns. Wo
Oh weh, oh weh. Ich habe das Gefühl, dass meine Hellcat gleich abstürzt. Bisschen Angst. Aber ein bisschen mehr Vertrauen zu mir. Ja, vielleicht sind das auch die D-Sings. Das sieht immer so aus, als würde sie gleich in die Häuser reinfliegen. Ja, so. Das ist ja auch so. Okay. Also das ist kein D-Sing. Luke hat gerade Internetprobleme, glaube ich. Hab mal aus der Sicht verloren allerdings jetzt. Vor uns, hey, vor uns. Ja, fliegt gerade über die Stadt. So, das ist dann noch das weitere Bußgeld, ne? Zu niedrig über die Stadt fliegen. Ja, da, die Strafe, die wächst also, ne? Mein Geldbeutel, der wird schon richtig prall gerade hier, wenn ich schon dran denke. Oh, jetzt bremst er schon wieder, Junge. Der denkt echt, er hat eine Chance, ne? Denkst du doch, der Rebellen-Heli, oder? Ja, ja, oh, wie gesagt, Hummingbird ist Hummingbird. Oh. Der ist über uns. Links. Raus. Und wenn ich den mit meinen Schrauben ziehe, jede Schraube einzeln. Ja, ich will den Pony in die Luft holen, mich regt's halt auf, dass, ja, keine Ahnung. Ich will jetzt kein Pony in die Luft haben, es geht mir auf den Sack gerade. Ich hab von extra gefragt. Ja, zweiter Heli hast du schon recht, aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Dutchie als Cop reingeht. Und nicht als Dutchie AC oder irgendwas. Weil Dutchie ist eigentlich der Pony-Mensch. Ich gebe eigentlich neuen keinen Pony in die Hand, muss ich ehrlich sagen. Egal wie viel Vertrauen, das ist halt. Ja, Flamerei da wieder die ganze Zeit. Wenn was passiert. Weil wenn er clever wäre, würde er einfach mal im Rebellenlager fliegen und Ruhe, weißt du? Genau, dann müssen wir abdrehen. Es sei denn, wir machen eine Razzia direkt anschließen. Die kann ich jetzt gleich auch ankündigen. Ja, ich kündige die jetzt mal. Kannst du schon mal ankündigen, vermehrt Razzien wieder? Erzählt mal was hier. Hallo, meine Zuschauer wollen was hören. Unterhaltung. Ihr sitzt da und guckt die ganze Zeit an die Stahlwand hier. Der Markus ist doch auch immer sonst zum Gespräch. Was ist los mit dir? M2DG. Ja, ich erkläre gerade meinem Kumpel das Spiel ein bisschen nebenbei. Ah. Bis Multitask hier so wird. Ah, okay. Und ich möchte mich mal bei den unseren Polizeichefs bedanken, dass ich erstens mal bei der Aufnahme hier Hubschrauber fliegen darf und zweitens halt befördert wurde. Ja. Konzentrier dich aufs Fliegen, bitte. Ja. Ja, Captain America ist leicht gereizt, tut mir leid, das ist halt, ne. Der hat so viel um die Ohren dauernd mit irgendwelchen Pappnasen, die Kopf spielen wollen. Wenn man wüsste, wie genau die D-Sings hier funktionieren, dass du nur dran vorbeifliegen musst, dass er hochgeht. Das wäre cool. So wie in Arma 2 halt. Achtung. Aber unten ist nicht gut, der obere gewinnt meistens. Ja, wenn das jetzt so weitergeht, breche ich die Verfolgung gleich ab. Weil, wie gesagt, dann geht einer, steigt einer aus und nimmt einen Pony. Der kommt dann zur Unterstützung, wenn wieder sowas passiert. So, und ich habe eben gefragt, wo der Shady ist. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Bin noch da? Ja. Gut. Ich muss bald die Kotztüte mal rausholen. Wenn es so weitergeht. Ich habe schon gedacht, du hättest Disconnect, so wie der Luke oder so. So schlecht fliege ich jetzt auch. Ist immer noch über uns. Ich glaube, der will einfach nur nach oben jetzt steigen und dann irgendwann runterfallen, ne? Nö, der will so lang rumfliegen und wenn es kurz vor knapp ist, ne, mit dem Sprit wird er wahrscheinlich Combat Lock machen, ja, und dann hat er ein Problem. Ja, irgendwann muss er landen, der Sprit müsste eigentlich jetzt schon fast leer sein beim Hummingbird. Solange wir den verfolgen. Genau. Und der Hummingbird, normalerweise ist der nach der Zeit nur noch ein Viertel voll. Schon allein die Verfolgung muss den halben Tank gekostet haben. Ah ja, naja, was soll's. Kleiner Rundflug hier, ne? Aber dass er nicht aufgibt. Tja. Aber der Orca, der beim Kokain-Processing war, der fliegt bestimmt auch bald zum Drug-Dealer. Räumen wir auch die Sirene aus. Wir haben ja Zeit. Weiß ja jetzt, dass wir da sind. Aber wie hoch wollten wir denn noch?
So, also wir befinden uns momentan auf einer Höhe von 1000 Metern. Echt jetzt? Jupp. Alter, Scheiße. Ja, gleich mal so klappt schon, da hängt da oben eine Decke. Ja, der wird gleich abkacken, ne? Also nicht runterfliegen, es gibt oben eine Begrenzung. Da wird er von den KMH direkt auf Minus runtergezogen. Minus 50 oder so. Jetzt abspringen. Nicht runterfliegen, vorsichtig. Der abkackt, fällt er direkt auf uns. Ja, ich bin ja theoretisch vor ihm. Tja, hat wohl nichts gebracht, ne? Bankablenkungsmanöver. Super schlauer Hummingbird-Pilot. Ja. Laskal. Ey, ich sehe keinen Boden mehr. Ich kann nichts mehr aufnehmen, außer blauer Himmel. Ups. My Hellcat is over the ocean. Over die Wolke. Over the sea. Er will es unbedingt ausreizen, ne? Mal in Ruhe weiter aufnehmen, denn irgendeiner muss ja die Zombie-Apokalypse stoppen. Oh, ja. Ach ja, für die Zuschauer, 7 Days to Die nehmen wir demnächst auch auf mit ganz vielen Leuten. Da ist der Storm auch wieder dabei. Der Sturm. Ja, da treffe ich jetzt ein paar Vorbereitungen. Das wird okay. Ein paar Sachen haben und nicht gleich sterben wie die Mädchen. Das wäre cool. Ja. Pass auf, dass du vor frühzeitig auch schon mal hochziehst, damit du nicht einfach runterfällst wie ein Stein. Swerf? Was? Willst du kurz das Steuer übernehmen, weil ich bin noch nie im Sturzflug geflogen. Mein Joystick macht gerade ein paar Probleme. Du kannst mal probieren, gib mal frei. Ich habe keine Ahnung, ob er reagiert. Geh den Auto rüber rein, wenn du freigibst. Ist frei. Nee, mein Steuer reagiert nicht, mein Joystick. Obwohl ich einmal neu gestartet habe, jetzt fliege ich mit Maustastatur und da bin ich voll der Noob. Der müsste irgendwo hinter uns sein. Ja, wie gesagt, ich kann mit Maustastatur nicht fliegen. Ich muss nochmal übernehmen. Steuerung übernommen. Ey, ich muss gleich einen Cut machen und dann muss ich nochmal den Joystick prüfen. Ich hab keine Ahnung, was da schon wieder los ist. Das ist halt Armer, ne? Engine für den Arsch halt, was willst du machen? Hey. Standbild? Wow. Oh. Nö, bei mir ist alles normal. Geh mal bitte den Kavala runter. Ja, organisiere das jetzt neu. Ich will ein Pony in der Luft haben. Okay, verstanden. Rückflug nach Kavala. Pony. Was? Pony? Kannst du mittlerweile gut fliegen, Herr Vollstrecker? Nein, ich sag ja Kerodin nicht. Ach, Kerodin? Nein, eigentlich wollte ich nur einen da drin haben, ganz ehrlich gesagt. Weil doch zum Air Haku. Oder zum Air Haku kannst du auch fliegen. Den doch gerade daneben fast. Ich hab nicht mehr auf die Karte geguckt, ja, hast recht. Hier darfst du so ein Ding nicht geben, weißt du? Sonst gebe ich damit den Kopfschüsse. Ach ja, 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 gut Game. Ja, 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 hast du recht, hat Spaß gemacht. Aber warte mal, wenn der Pony in der Luft ist, dann ist der Spaß vorbei. Kerudin, du hast es ja wahrscheinlich sehr gut drauf, oder? Mit dem Fahnenkreuz zielen und so im Vorbeiflug, so wie ich das mache. So musst du das machen. Eiskalt. Ich hab dem Mondon seinen Hubschrauber gestern noch zerstört am Boden oder so. Am Boden? Schaffst du das auch in der Luft, Herr Commander? Soll ich's mal versuchen an euch? Nein. Negativ. Ich vertrau dir einfach mal. Ja, weil ich will ungern jetzt den Pony fliegen. Ich wollte eigentlich schon den Zugriffsheli wegen der Crashlandung und so fliegen. Ja gut, Kerodin kommt, der macht das schon. Sonst also Wandals kann sehr gut fliegen, dem würde ich das auch zutrauen. Problem ist nur das Zielen und Schießen ist halt wieder was ganz anderes beim Pony. Ansonsten nehme ich auch einen Apache oder so. Oder den Blackfoot, wie wär's damit? Genau. Also wenn er einen Apache nimmt, ich will den unbedingt dort mitfliegen. Hallo, bitte das nächste Mal vom Hof. Ich muss einen Cut machen. Deswegen, was war denn das jetzt eben? Hat noch jemand Shift gedrückt beim Aussteigen?
Arsch, der hat das mit Absicht gemacht wegen YouTube. Ja, also schreiben wir zurück, er ist jetzt auf YouTube und hat das sehr gut gemacht, hat Spaß gemacht, aber jetzt ist der Spaß vorbei. So, wer sitzt da drin? Ich muss ihn pounden. Ich bin gerade am Abspringen. So, oder ihn pound mal bitte jemand, wie gesagt, ist bei mir wieder verbuggt, weil ich hier rausgegangen bin. Ja, Leute, ne, Arma 3 Engine, das ist halt, ne, sieht zwar gut aus, aber ne, hat irgendwie, keine Ahnung, der Timmy von South Park programmiert, ich hab keine Ahnung. Timmy! So. Timmy! Amma, finish! Timmy! So, das war dann die Programmierung. So, ich mach kurz einen Cut.